Nächster Redner ist der Kollege Steffen Bilger für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst möchte auch ich mein Bedauern über die Vorkommnisse am vergangenen Donnerstag zum Ausdruck bringen. Allen verletzten Demonstranten und Polizisten wünsche ich baldige und umfassende Genesung. Liebe Frau Kollegin Vogt, ich bin froh, dass wir diese Debatte heute führen und nicht am Freitag, als wir ohne ausreichende Sachkenntnis hier eine kurze Diskussion geführt haben und wo die SPD-Bundestagsfraktion noch zum ganz anderen Ergebnis gekommen ist als gestern im zuständigen Gremium im Innenausschuss des Baden-Württembergischen Landtags, die SPD-Landtagsfraktion. Und ich fordere die SPD auch dazu auf, ihre Position zu klären. Die SPD-Regionalfraktion im Verband Region Stuttgart macht einen Antrag gegen Baustopp. Die SPD-Landtagsfraktion, heute äußert sich so oder so, die Bundestagsfraktion genauso. Bitte klären Sie mal Ihre Positionen. Und, meine Damen und Herren, am Wochenende war ich in der Region Stuttgart nicht letzte Woche, wo hier Präsenzpflicht war, Frau Hensel, sondern am Wochenende und habe dort mit vielen Menschen gesprochen, Befürwortern und Gegnern von Stuttgart 21, auch mit Demonstranten und mit Augenzeugen der Ereignisse am Donnerstag. Und nach all diesen Gesprächen ist für mich klar, ja, es gab friedliche Demonstranten, die unbewusst in diese Auseinandersetzung geraten sind. Aber so einfach, wie es sich Linke und Grüne hier gerne machen würden, ist es nicht. Es gab eben sehr wohl auch gezielte Provokationen, Beleidigungen und Angriffe gegen die Polizei. Und dazu liegen uns seit gestern auch Videoaufnahmen vor. Was ich am Wochenende aber eben auch vielfach gehört habe, waren Berichte über den Umgang einiger Gegner von Stuttgart 21 mit politisch Andersdenkenden. Und auch das muss einmal gesagt werden, dass es mittlerweile an der Tagesordnung ist, dass Befürworter von Stuttgart 21 bedroht, angepöbelt, beleidigt, ihre Autos demoliert und sie teilweise verletzt werden. All das auch am vergangenen Donnerstag am Rande der Demonstration. Meine Damen und Herren, es fällt auch einem interessierten Baden-Württemberger mittlerweile schwer zu verstehen, was die Grünen eigentlich wollen. Wer spricht denn eigentlich für die Grünen? Die Gemeinderatsfraktion in Stuttgart, die Landtagsfraktion, Herr Herrmann oder der in Tübingen offensichtlich gelangweilte Oberbürgermeister Palmer? Wenn ich beispielsweise an die verschiedenen Aussagen zu Ihrem Gutachten vor wenigen Wochen denke, scheinen Sie sich untereinander ja auch nicht ganz grün zu sein. Sind die Grünen nun für die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm oder dagegen? Bis vor kurzem noch dafür, jetzt dagegen, weil es einfacher ist. Sind die Grünen für das Alternativkonzept K21 oder dagegen? Eigentlich ja schon dafür. Ihre Werbeagentur hat die K21-Materialien ja auch schon farblich passend zum Landtagswahlkampf in Grün gestaltet. Eigentlich also dafür, aber es lässt sich halt nur zusammen mit Wendlingen-Ulm umsetzen. Und auch für K21 müssten Platanen gefällt werden und die Gleise müssten mitten durchs Neckartal zwischen Wohnbebauung hindurchgeführt werden. Also sind die Grünen mittlerweile einfach gegen jede Veränderung, eben weil es einfacher ist. Meine Damen und Herren, Stuttgart 21 ist ein Zukunftsprojekt. Und besonders viele junge Menschen machen sich Sorgen um die Zukunft unseres Landes, gerade weil sie daran zweifeln, ob wir überhaupt noch in der Lage sind, wichtige Projekte auch einmal gegen Proteste durchzusetzen. Stuttgart 21 ist daher Prüfstein für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Und weil das alles viele junge Menschen wissen, sind es gerade die jungen Menschen, die besonders stark für Stuttgart 21 sind. Auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen, viele von Ihnen gehen mittlerweile demonstrieren für dieses Projekt seit einigen Tagen, seit einigen Wochen, jeden Donnerstag. Mittlerweile mehrere Tausend. Viele bringen ihre Meinung im Internet zum Ausdruck. Über 60.000 Menschen haben sich mittlerweile der Facebook-Seite für Stuttgart 21 angeschlossen. Auch das muss einmal gesagt werden. Daher, auch und gerade im Interesse der jungen Generation,
lohnt sich der Einsatz für Stuttgart 21. Und deshalb werben wir für dieses wichtige Zukunftsprojekt. Vielen Dank.